Tatort, Spiegelaffäre, Hollywood-Thriller. Die beeindruckenden Räume hier waren in den vergangenen Jahren Drehort zahlreicher Film- und Fernsehproduktionen. Auf den ersten Blick weniger spektakulär wirken da Mieter wie die Anwaltskanzlei Eisen für Speiser, aber auch deren Arbeit bietet Stoff für abendfüllende Produktionen. Davon wird uns Lars Birken gleich berichten. Vorher Impressionen vom Drehort Brahms-Kontor. Eine besondere Rolle hat das Brahms-Kontor schon mehrfach gespielt. Insgesamt 780 Filmsekunden sind die Arkaden, das Art Deco-Foyer und die vornehm dezente Konferenzetage im Hollywood-Film A Most Wanted Man zu sehen. Die gediegene Holzvertäfelung, der erhabene Blick auf die Neustadt schienen Hollywood eine perfekte Kulisse für die Privatbank Brüffrère zu sein. Hier empfängt Willem Dafoe als Tony Brü den Geheimdienstler Günter Bachmann alias Philipp Seymour Hoffman. In diversen Tatort- und Bella-Block-Episoden wird das ehemalige Gewerkschaftsgebäude gern als Filmkulisse genutzt. Und für die Dreharbeiten zur TV-Produktion über die Spiegel-Affäre richteten sich die Scheinwerfer ebenfalls auf die denkmalgeschützten Räume. Zurzeit ist das Brahms-Kontor Schauplatz des brandneuen Hamburg-Krimis Neben der Spur mit Ulrich Nöten. Eisen für Speiser gehört bundesweit zu den Top-Wirtschaftskanzleien. Lars Birken, was ist denn in Ihrer Branche eigentlich wichtiger, Tradition oder Moderne? Ja, die Patentbranche ist natürlich eine Branche mit viel Tradition. Das Kaiserliche Patentamt wurde 1877 gegründet. Wir sind nicht ganz so alt, feiern nächstes Jahr unser 50-jähriges Bestehen. Von daher kann man sagen, schon ist da Tradition drin. Wir betreuen viele Mandanten seit Jahrzehnten. Aber das eigentlich, weil wir traditionell modern sind. Würden Sie denn sagen, dass das typisch hanseatisch ist? Von unseren 4 Standorten, Hamburg, Bremen, München, Berlin, sind ja 2 in Hansestädten. Von daher wird man vermuten, wir sind sehr hanseatisch. Eigentlich arbeiten bei uns aber dann nicht nur Mitarbeiter aus ganz Deutschland, sogar auch aus dem Ausland haben wir viele. Also das ist eigentlich dann wieder international geprägt bei uns, was ja ein hanseatischer Wert an sich ist. Wir haben uns in den Räumen einmal umgesehen. Seit fast 50 Jahren vertritt die Wirtschaftskanzlei Eisen für Speiser Mandanten im Patentschutz, Marken- und Designschutz sowie Wettbewerbs- und Urheberrecht. An 4 Standorten sind insgesamt 41 Anwälte tätig, davon 14 in Hamburg. Die Juristen decken dabei die volle Bandbreite des gewerblichen Rechtsschutzes ab. Sie betreuen Mandanten aus dem Mittelstand und Großunternehmen und setzen deren Rechte gerichtlich und außergerichtlich gegen Nachahmer durch. Patentanwälte bewegen sich in einer innovationsgetriebenen Branche. Von ihnen wird unternehmerisches Denken erwartet. Dabei ist der Berufsstand vergleichsweise klein. In der Hansestadt gibt es über 10.000 Rechtsanwälte und lediglich 43 zugelassene Patentanwälte. Die Kanzlei bildet deshalb intensiv selbst aus. 3 Patentanwälte und 4 Anwaltsassistentinnen befinden sich zurzeit in Hamburg in Ausbildung. Prälude heißt dieser Konferenzraum hier und es sitzt sich hier sehr gemütlich. Nutzen Sie diese Räume auch? Ja, wir nehmen die Räume sehr gerne mal, vor allen Dingen, wenn wir was Repräsentatives abhalten wollen. Also Fortbildungsveranstaltungen haben wir schon ein paar Mal in der Vergangenheit diese Räume hier gemietet. In den einschlägigen Anwaltsserien wird der gewerbliche Rechtsschutz aus irgendwelchen Gründen nicht behandelt. Können Sie denn mal ein praktisches Beispiel Ihrer Arbeit nennen? Gerade zum Beispiel verteidigen wir den Schokoteddy von Lindt gegen den Haribo Goldbären. Ja, der Schokoteddy ist ja auch in eine Goldfolie eingepackt. Und das ist ein laufendes Verfahren. In erster Instanz haben wir noch verloren, in zweiter Instanz gewonnen. Und jetzt wird Ende Juni vor dem BGH verhandelt. Sie betonen, dass in jeder Entwicklung etwas Einzigartiges steckt, wenn man nur genau hinsieht. Gilt das in Ihren Augen auch für die Entwicklung des Brahms-Kontors zu dem, was es heute ist? Ja, dieser Leitspruch von uns, der stammt ja daher, dass unsere Mandanten sehr viel Zeit darin investieren, Produkte auf hohem Niveau zu entwickeln. Da geht es nicht darum, ein schlechtes Produkt in ein gutes umzuändern, sondern ein gutes Produkt in ein noch besseres Produkt. Da steckt da natürlich viel Know-how und viel zeitliche Investitionen drin, um das zu erreichen. Das Ergebnis ist manchmal klein, aber eben einzigartig und auch schützenswert. Und so kommt das halt. Das trifft fürs Brahms-Kontor, finde ich, auch zu. Also wenn man hier in die Ecken schaut, wenn man das Große anschaut, wie es umgesetzt wurde, sind da viele Aspekte, die schöne Details sind, gerade wenn ich an die denke, die jetzt auch in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zum Beispiel umgesetzt wurden. Vielen Dank für das Gespräch, Lars Birken.